Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße euch ganz herzlich und bringe Grüße mit von der Bibelschule Brake, aber auch von unserer Heimatgemeinde Heiden-Ollendorf in Detmold. Das möchte ich gerne noch zu Beginn so an euch weitergeben. Wir sind verbunden im Herrn und wir freuen uns und ich freue mich, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Ja, wie schon erwähnt wurde, gestern haben wir schon einen intensiven Tag gemeinsam gehabt, ne? Einen guten Tag gehabt mit einem guten Frühstück. Und mit guter Gemeinschaft. Und ihr hattet schon die Möglichkeit gehabt, mich ein wenig näher kennenzulernen. Aber für die, die mich heute zum ersten Mal sehen, ich dachte, ich bringe trotzdem euch mein Familienfoto mit. Ne? Damit wir uns ein bisschen kennenlernen, passend auch zum Thema. Wenn die PowerPoint dann startet, dann ja, wunderbar. Da ist schon meine Familie. Also, das ist meine Frau Olga. Wir sind schon seit 16 Jahren glücklich verheiratet. Fast 16 Jahren. Und unsere Kinder Joel, der ist 14, Levi, 12 und unsere Theresa wird jetzt 8 in diesem Monat. Ja, jetzt habt ihr mich ein bisschen kennengelernt. Einander kennenlernen, das ist ja immer so ein Prozess. Man kann ja nie sagen, so, jetzt habe ich dich kennengelernt, ich weiß schon alles über dich, so, zum Nächsten. Sondern das Kennenlernen ist ja ein ständiger Prozess. Wie ich schon gesagt habe, ich bin 16 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Und nach 16 Jahren fallen mir manchmal Dinge auf, wo ich mir denke, Georg, du bist schon 16 Jahre verheiratet. Also das müsstest du doch irgendwann mal checken, ne? Aber ich vergesse es immer wieder und ich lerne neue Dinge dazu. Und so merken wir, dass das Kennenlernen immer wieder ein Prozess ist. Die Kinder lernen auch unterschiedliche Klassenkameraden kennen. In der Schule läuft das ja so, man gibt sich so ein Freundebuch, dann trägt man ein, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen. Und so lernt man sich kennen. Kennenlernen, ein Prozess, in dem wir tagtäglich stecken. Ob wir jung sind, ob wir alt sind. Ein Prozess, der uns tagtäglich begleitet. Ja, und ich möchte mit euch heute einen Abschnitt betrachten, wo Petrus Jesus kennenlernt. Petrus ist Jesus bereits vorher schon begegnet. Und trotzdem werden wir einen Abschnitt gemeinsam betrachten, wo Petrus Jesus mehr kennenlernt und versteht. Wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Ich dachte, ich kenne den schon, aber das habe ich ja noch nicht von ihm erwartet. Abschnitt aus Lukas Kapitel 5, das ist der Abschnitt, den wir uns heute gemeinsam näher betrachten werden. Ein paar Gedanken zur Situation zuvor. Lukas 5, das ist ja der Abschnitt, wo Jesus Petrus nochmal zur Arbeit schickt. Petrus kommt ja gerade von der Nachtschicht. Hat hart gearbeitet, die ganze Nacht gerackert und dann kommt er am Morgen, die Arbeit ist vorbei, er hat keine Kraft mehr und er hat keine Fische. Die Netze sind leer, also total entmutigt kommt er von der Nachtschicht zurück und sicherlich war die Enttäuschung ihm im Gesicht anzumerken und seinen Kollegen natürlich auch. Er sitzt gerade am Ufer und wäscht die Netze, reinigt die Netze, damit sozusagen seine ganzen Klamotten aufgeräumt sind, damit er sich endlich ausruhen kann von der harten Nachtschicht. Und plötzlich kommt eine große Menge zum See Genezareth und das ist so die Ausgangssituation, in der wir uns befinden. Ich möchte mit euch Schritt für Schritt durch diesen Abschnitt gehen und da wollen wir gemeinsam mal beobachten, wie Jesus sich Petrus vorstellt und wie Petrus Jesus hier näher kennenlernt. Ich lese die ersten drei Verse. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer, aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Es ist ein schöner Grund, warum diese Menge sich um Jesus drängte. Der Grund war, sie wollten Gottes Wort hören. Und wir sehen hier, dass Jesus daraufhin, damit Jesus nicht ins Wasser geschmissen wird, bittet er Simon Petrus, dass er mal sein Boot ausleihen kann als Kanzel. Wir hatten gestern beim Männerfrühstück schon über die hölzerne Kanzel von Jesus gesprochen, bei der Sturmstillung. Heute ist es wieder eine Situation, wo Jesus
Petrus bittet, kann ich mal dein Boot als Kanzel haben? Ne? Und somit fährt er ein wenig weg vom Ufer und fängt an, das Volk zu lehren. Und das ist interessant. Jesus steigt zielgerichtet auf oder kommt zielgerichtet auf Simon Petrus zu. Wie schon erwähnt, die hatten schon mal vorher eine Begegnung. Wenn wir in Johannes 1 reinschauen, dann merken wir die erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Könnt ihr euch noch erinnern, was da passiert? Also da findet nicht so eine formale Vorstellung statt, wo man sagt, ja hallo, ich bin Georg und wie heißt du? Sondern Andreas bringt seinen Bruder, also Simon, zu Jesus. Und was macht Jesus? Statt dass sie sich gegenseitig vorstellen, ändert Jesus seinen Namen. Jesus sagt zu ihm, du bist Simon, aber jetzt sollst du Petrus heißen. Der Name hat Programm für sein Leben. Und dass diese Veränderung in Petrus stattfindet, das lesen wir hier Schritt für Schritt. Wie Petrus hier Veränderung erfährt durch Jesus. Jesus schließt die Predigt ab. Was passiert eigentlich danach? Was passierte, nachdem Jesus jetzt die Predigt abgeschlossen hat? Wir sehen hier nicht einen Jesus, der sagt, danke Petrus, dass ich dein Boot ausleihen konnte, hier hast du es zurück. Wir haben hier einen Jesus, der Petrus einen Auftrag gibt, eine Aufgabe gibt. In Vers 4 lesen wir, und als er aufgehört hat zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Also Petrus bekommt hier von Jesus einen Auftrag. Er soll, wo es hell ist, mit seinen Netzen nochmal rausfahren, um die Netze nochmal rauszuwerfen. Also für einen Fischer ist das eine ziemlich unlogische Aufgabe. Zum einen kommen sie ja gerade von der Nachtschicht. Sie sind ja die Experten. Sie wissen ja ganz genau, wann die beste Zeit zum Fischen ist. Und wir sehen hier einen Fischer, der Erfahrung hat und der genau weiß, wann die beste Zeit ist. Und er kommt ja gerade von der Nachtschicht. Und wir sehen hier einen, was war Jesus nochmal von Beruf? Zimmermann, ne? Also Jesus war ein Holzwurm sozusagen, ne? Und kein Fischer, wenn man das jetzt mal so sagt. Er wusste ganz genau, wie man mit Holz umgeht, aber so gesehen jetzt, menschlich gesehen, wusste er ja nicht, wie man fischt. Aber wir sehen hier, dass Jesus, der für Petrus, ja, einer ist, der mit Holz zu tun hat, Jesus gibt dem Fischer einen Auftrag, was er zu tun hat. Und menschlich gesehen ist es ja ziemlich nicht nachvollziehbar. Und Petrus bringt das in seinen Worten auch zum Ausdruck. Er sagt zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wir haben die ganze Nacht gerackert, wir haben die ganze Nacht uns schon bemüht, wir haben das Beste getan, aber wir haben nichts gefangen. Merkt ihr hier, dass auf der einen Seite so dieser erfahrene Fischer zum Ausdruck kommt? Ein Fischer, der genau weiß, was zu tun ist. Ein Fischer, der genau weiß, was die besten Voraussetzungen sind, um den größten Fischfang einzufahren. Aber wir sehen hier, Jesus gibt ihm hier einen Auftrag, der menschlich gesehen aus Sicht von Petrus, dem erfahrenen Fischer, überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und so bringt er seine Zweifel zum Ausdruck. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Also ich weiß ja nicht, warum das Sinn machen soll, jetzt rauszufahren. Also aufgrund von meinen Erfahrungen macht das gar keinen Sinn. Aber. Und hier sehen wir das Aber, das die ganze Situation verändert. Aber auf dein Wort. Das bringt komplett einen neuen Blickwinkel auf die gesamte Situation. Trotz der Fakten, die dagegen sprechen, sehen wir hier einen Petrus, der sagt, okay Jesus, ich lasse mich auf dein Wort ein. Ich lasse mich darauf ein, was du sagst. Und was sehen wir in dieser Geschichte? Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann merken wir, dass dieses Aber alles veränderte. Dieses Aber veränderte die gesamte Situation. Dann lesen wir ab Vers 6 bis Vers 7. Und als sie das taten, als sie auf das Wort Jesu hörten, und was Petrus hier lernen sollte, ist, stell Gottes Wort an die erste Stelle. Erkenne Jesus in der Macht seines Wortes. Auch wenn es menschlich gesehen für dich keinen Sinn macht,
stell Gottes Wort an die erste Stelle. Und dann lesen wir, als sie das taten, als sie Gottes Wort an die erste Stelle in ihrem Leben gestellt haben, was passiert daraufhin? Sie fingen eine so große Menge an Fischen. Die erste Beschreibung. Die zweite Beschreibung. Ihre Netze, sie begannen zu reißen. Sie winkten sogar ihren Gefährten, die im Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Und dann lesen wir weiter. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. In vierfacher Weise beschreibt Lukas in diesem Bericht, was darauf passierte, weil Petrus sich auf das Wort Gottes eingelassen hat. Weil Petrus bereit war, auf Jesu Wort zu hören. Menschlich gesehen völlig unlogisch. Und doch lässt sich Petrus auf Jesus ein. Und daraufhin lesen wir das große Wunder, das Petrus erleben konnte. Petrus erlebte ein unfassbares Wunder, dass sie mit ihren Netzen nicht greifen konnten und noch weniger mit ihrem Verstand. Wir haben doch die ganze Nacht an derselben Stelle gefischt. Wie ist das möglich, dass wir hier jetzt auf einmal so viele Fische? Ja, das liegt vielleicht an der Natur der Fische, ne? Die bleiben nicht an derselben Stelle die ganze Zeit. Aber trotzdem macht das eigentlich keinen Sinn. Sie waren so überrascht darüber. Aber Petrus sollte hier diese wichtige Lektion lernen. Erkenne Jesus in der Macht seines Wortes. Auch wenn es für dich menschlich gesehen keinen Sinn macht, vertraue Jesus. Und das ist das, was wir als Kinder Gottes lernen sollen. Das Wort Gottes an die erste Stelle zu stellen. Als wir uns als Familie 2015 auf den Missionsdienst in Kenia vorbereiteten, dann kamen etliche Menschen mit uns ins Gespräch darüber, über das Thema Mission. Und einige konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und als wir dann ihnen erklärten, dass wir als Familie 2015, unsere Theresa war gerade ein Jahr, dass wir uns damit auseinandersetzen, nach Kenia auszuwandern, dann weiß ich noch ganz genau, wie die Leiterin von der Kita laut schreiend auf uns zukam, also überrascht darüber und sagte, Ebola und Boko Haram und all das andere, was so in Afrika man in den Nachrichten hört, zumal Afrika ist sehr groß, dann sagte sie, wie kann man nur als junge Familie dieses sichere Deutschland verlassen und in ein so unsicheres Kenia gehen? Wir fühlten uns da sehr sicher, ganz nebenbei gesagt. Aber wo wir merkten, menschlich gesehen, und da gab es auch einige Herausforderungen für uns, aber wir durften erleben, wie wir Gottes Wirken und Gottes Führung erlebten und wo wir merkten, ja, es macht menschlich gesehen keinen Sinn, aber wir lernen hier Gottes Wort zu vertrauen und Gottes Wort über unsere Erfahrungen zu stellen und hinauszufahren und zu sagen, Herr, menschlich gesehen macht das keinen Sinn, aber auf dein Wort fahre ich hinaus. Petrus, er konnte dieses Wunder erfahren, weil er dem Wort Gottes gehorchte. Kann es sein, dass wir Gottes Wirken in unserem Leben nicht erleben, weil wir Gottes Wort nicht an die erste Stelle stellen in unserem Leben? Weil Gottes Wort keinen Stellenwert in unserem Leben hat, vielleicht nur im Bücherregal? Wir Menschen geben Erfahrungen einen hohen Stellenwert. Erfahrungen sind ja Dinge, auf die wir bauen, ja, und deswegen sind wir überhaupt fähig zu leben. Wir gründen unser Leben tagtäglich auf Erfahrungen. Und doch merken wir hier eine Begebenheit, wo Petrus herausgefordert wird, seine Erfahrungen unter das Wort Gottes zu stellen und Gottes Wort zu vertrauen. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, die Bibel sehr in Frage stellt. Ich glaube nur das, was ich sehe. Streng genommen glauben diese Menschen viele andere Dinge, die sie nicht sehen. Aber bei der Bibel sind sie ganz hart und sagen, nee, daran glaube ich nicht. Ich glaube nur das, was wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Aber gerade hier sind wir herausgefordert zu sagen, Gottes Wort ist ewig. Gottes Wort hat die höchste Priorität in meinem Leben und ich vertraue darauf, dass dieser Gott, der sich den Menschen zur damaligen Zeit offenbart hat, er ist derselbe Gott und er spricht heute noch genauso in unser Leben hinein und ich möchte lernen, ihm zu vertrauen. Und das, was er sagt, auch wenn es menschlich gesehen nicht nachvollziehbar ist, ich gebe seinem Wort die Priorität in meinem Leben. Das sollte letztendlich Petrus lernen.
durch diese erste Begebenheit, die er hier mit Jesus, oder einer der Begebenheiten, die er mit Jesus hier erlebte. Sicherlich war Simon mit seiner Mannschaft über diesen Fang so erstaunt, dass sie kein Wort rausbrachten. Zumal waren sie noch nie in so einer Lage. Man könnte ja erwarten, dass Petrus sagt, oh Jesus, das ist ja klasse, mit dir Geschäfte zu machen. Wann bist du das nächste Mal hier? Also wenn ich wieder mal keine Fische habe, dann lass uns gemeinsam wieder rausfahren. Wir machen wieder einen großen Fang. Ich gebe dir 50%, ich behalte 50%, ist doch ein gutes Geschäft. Und dann machen wir gemeinsam so Geschäfte. Also mit dir Business machen, tolle Sache. Ist das das, was Petrus hier tut? Ist das die Reaktion, die von Petrus hier kommt? Wir lesen hier von einem Petrus, der sagt, da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Interessant. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, worin besteht eigentlich die Verbindung zwischen den Fischen und Sünde? Wie kommt Petrus zu dem Punkt, wenn er diese vollen Fische, diese vielen Fische in seinem Boot sieht, dass er zu dem Punkt kommt, dass er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir, Jesus. Petrus, ich kann mir gut vorstellen, dass er in diesem Moment erkannte, wenn Jesus fähig ist, vom Ufer aus schon zu sehen, wo die Fische sind und sogar den Fischen die Befehle erteilen kann, wo sie hinzuschwimmen haben, und er sieht unter das Wasser, das ja, oder er sieht die Fische, die mit dem Wasser bedeckt sind. Wie viel mehr kann er in mein Herz sehen? Wie viel mehr weiß er, was tief in meinem Herzen verborgen ist? Und Petrus kommt zu dieser einzig und wahren und richtigen Reaktion, die wir Menschen vor Jesus nur tun können. Er kniet vor Jesus nieder und sagt zu ihm, Herr. Hast du noch eine Erinnerung, wie er Jesus vorher angesprochen hat? Vorher hat er Jesus noch einen Mastertitel gegeben, ne? Master oder Meister, besser gesagt in Deutsch. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, also, aber wir probieren es nochmal. Jetzt spricht er Jesus als Herr an und er erkennt, Jesus ist nicht nur ein Lehrer, Jesus ist nicht nur ein Meister, Jesus ist Herr. Und er fällt vor Jesus nieder. Und was tut er in diesem Moment? In diesem Moment erkennt er seine Sündhaftigkeit. Erkenne Jesus in seiner vollkommenen Heiligkeit. Das ist genau die Situation, wohin Jesus ihn bewusst führt. Petrus soll erkennen, Gott ist heilig und ich bin sündig. Und das heißt hier, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Sie erlebten ein so großes Wunder, das sie noch nie erlebt hatten, noch nie erfahren hatten. Und wir sehen hier die einzig richtige Reaktion, die Petrus vor dem Herrn dieser Welt tun kann, auf die Knie zu fallen und zu sagen, geh weg von mir her, ich kann vor dir nicht bestehen. Das ist wie wenn du in einen dunklen Raum kommst. Ein dunkler Raum, was brauchen wir dafür, damit wir etwas sehen können in einem dunklen Raum? Ich habe euch mal eine Taschenlampe mitgebracht, die leuchtet sogar, seht ihr das? Diese Taschenlampe leuchtet und wenn du das Licht anmachst, dann leuchtet es in die Dunkelheit hinein. Und was hat Licht für eine Eigenschaft? Das ist schon bemerkenswert. Wenn Licht angemacht wird, dann muss die Dunkelheit weichen. Sie muss weichen. Und die Dunkelheit wird erhellt. Und wenn du in das Dunkel hineinleuchtest, dann wird Sünde sichtbar. Es wird erkannt, dass Sünde da ist. Wenn Jesus in unser Leben hineinleuchtet, dann wird Sünde sichtbar. Also in Kenia hatten wir immer wieder mal Stromausfälle. Damit mussten wir lernen, zu leben. Und wenn wir gerade einen Kuchen im Backofen hatten, das war immer eine heikle Sache. Wenn man den gerade mit Gästen gerechnet hat, kann ich euch Geschichten erzählen, wo wir meinen 30. Geburtstag feiern wollten und 10 Blech Kuchen machen wollten. Und genau da natürlich kommt der Stromausfall. Aber dieser Stromausfall hatte auch Situationen gehabt, wo wir am Abend zusammensaßen und das Abendessen genießen wollten und plötzlich das Licht weg. Die Kinder bekommen erstmal Panik. Und was wir dann gemacht haben, gab schon eine gewisse Tradition. Das Licht war nicht weit entfernt. Wir haben Licht angemacht und dann war es schon eine romantische Stimmung. Und dann konnten wir wieder alles sehen. Und somit kam Licht wieder in die Dunkelheit hinein und die Kinder konnten ruhig werden.
und wir konnten wieder das Abendessen genießen, bis dann das Licht wieder zurückkam. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir Menschen in die Gegenwart Gottes treten, dann können wir nichts verborgen halten. Können wir nicht in einer Ecke verstauen und sagen, das sieht ja keiner. Wenn Gott in unser Leben hineinleuchtet, dann erhellt er unser Leben. Wann bist du das letzte Mal auf die Knie gefallen, weil du erkannt hast, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht wert, vor dir zu bestehen. Wisst ihr, der Teufel, er gebraucht immer wieder so eine Situation, um uns zu entmutigen, um uns den Mut zu rauben, um uns die Sündhaftigkeit vor Augen zu führen oder um uns die Gleichgültigkeit vor Augen zu führen und zu sagen, der andere ist doch auch nicht besser. Nicht so schlimm. Wächst Gras drüber, ist alles wieder okay. Aber wenn Gottes Wort in unser Leben hineinleuchtet, ja, Jesus offenbart Sünde. Aber das Besondere ist, schau mal, hast du gemerkt, weißt du, wie Jesus hier Petrus begegnet? Jesus könnte ja zum einen auf Petrus hinabschauen und sagen, Petrus, genau so ist es richtig. Genau das ist die richtige Reaktion. Ich hoffe, du weißt doch, was du gestern getan hast. Und du bringst das alles wieder in Ordnung. Aber das sind nicht die Worte, die wir von Jesus hier finden. Wir sehen hier Worte von Jesus. Und er sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Das sind die Worte, wie Jesus Petrus begegnet. Fürchte dich nicht. Und indem Jesus zu Petrus sagt, fürchte dich nicht, bringt Jesus zum Ausdruck, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, du hast recht. Du bist ein sündiger Mensch. Ja, du hast recht. Du hast nur die Möglichkeit, vor mir auf die Knie zu fallen und um Vergebung zu bitten. Und es zu erkennen, dass du es nicht wert bist, in meiner Gegenwart zu leben. Aber ich sage dir eins, fürchte dich nicht. Worte, die Jesus immer wieder auch zu seinen Jüngern ausdrückt. Worte, die deutlich machen, ich habe alles unter Kontrolle, vertraue mir. Auch wenn du gerade in einer hilflosen Situation bist, auch wenn du gerade nicht weißt, was du zu tun hast, auch wenn du gerade nicht weißt, wie du reagieren sollst, fürchte dich nicht. Und was darf Petrus hier erleben? Mit den Worten, fürchte dich nicht, erkennt Petrus Jesus in Jesu rettender Gnade. In seiner rettenden Gnade begegnet Jesus Petrus. Hast du schon einmal Gnade vor Recht erfahren? Ich habe wieder eine Geschichte aus Kenia. Als ich in Kenia mit den Polizisten, Polizeibeamten am Straßenrand zu tun hatte, dann merkte ich immer wieder, wie wertvoll es ist, Gnade vor Recht zu erfahren. Einmal waren wir mit unserer Familie unterwegs auf eine Station in Kenia, die Tinderet-Station, sagt euch vielleicht einiges, 330 Kilometer ins Hochland auf Kenias Straßen, das dauert manchmal richtig lange. Hier 330 Kilometer, fast bis Detmold. Ja, 3,5 Stunden, da ist man da. Aber in Kenia muss man da locker dafür 7 bis manchmal sogar 10 Stunden einrechnen, je nach Verkehrslage und wie die Kinder mitmachen. Und somit waren wir unterwegs und dann wird man manchmal ungeduldig, wenn man gerade so einen LKW vor sich hat, der raucht und stinkt und ziemlich viel Qualm rauskommt, da gibt es nicht den TÜV und dann wünscht man sich so schnell wie möglich immer wieder zu überholen. Und dann überholte ich mal wieder einen LKW und dann war die gestrichelte Linie gerade in eine durchgezogene Linie gemündet. Und ich habe bei der gestrichelten Linie angefangen zu überholen und bei der durchgezogenen Linie kam ich wieder zurück. Und das hat ein Polizist von weiter Entfernung gesehen. Ich weiß nicht genau, wie er diese Adleraugen hat, aber das hat er gesehen. Und er holt mich raus und sagt und liest mir erstmal die Leviten und sagt, also du bist durch eine durchgestrichelte Linie gefahren, das habe ich gesehen, jetzt musst du vor Gericht. Also das läuft da so immer. Man muss sofort vor Gericht. Tja, was machst du jetzt? Ich habe gelernt in Kenia, nicht diskutieren, reuig eingestehen, du hast falsch gehandelt und nur noch auf die Gnade hoffen. Und somit habe ich eingesehen und gesagt, es tut mir leid, ich habe falsch gehandelt. Die Polizistin, die war sehr hart mit mir, sagte vor Gericht, Gerichtstermin vereinbaren. Und ich war gerade auf einer anderen Station unterwegs, hatte dort eine Seminarwoche. Und ich merkte, das passt mir eigentlich gar nicht von der Zeit. Und da war ein anderer Polizist, ein Polizeibeamter, der hat mit der Polizistin dann diskutiert, haben sie dann irgendwie rausgefunden, dass wir hier aus Deutschland sind und die fragen dann immer, was macht ihr denn hier? Und dann habe ich erzählt, ja, wir sind Missionare hier und haben hier einen Dienst und
Letztendlich hat er mit der Polizistin diskutiert und dann kam er zu mir und sagte, weißt du was, du hast einen Fehler gemacht. Ja, habe ich. Ich habe zwei Möglichkeiten. Okay, und die wären? Also, entweder du gehst vor Gericht und musst Strafe zahlen. Okay, nachvollziehbar. Oder ich bin gnädig mit dir und lass dich fahren. Ja, das wäre natürlich schön, dachte ich mir. Du kannst ja gnädig sein mit mir. Wenn du die Möglichkeit hast, dann sei doch bitte gnädig mit mir. Das habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, der Polizist war gnädig mit mir. Das Interessante war, das war gerade die Osterzeit. Dann konnte ich ihm noch ein bisschen erklären, was das letztendlich ist, was Jesus auch mit uns tut. Und ja, man kann ja die Möglichkeit gleich nutzen, um zu evangelisieren. Aber hier war das eine Situation, wo ich letztendlich Gnade erfahren konnte und diese Gnade weitergeben konnte. Und wo ich an meinem eigenen Leib gespürt habe, was es bedeutet, Gnade vor Recht zu erfahren. Ich war schuldig, ja. Und eigentlich müsste ich bestraft werden dafür. Aber hier durfte ich einen Polizeibeamten erleben, der mit mir gnädig war. Ihr Lieben, genau dazu führt Jesus Petrus. Petrus sollte in dieser Situation erkennen, ich bin schuldig und ich kann nichts tun. Von mir aus kann ich nichts tun, um irgendwie vor Gott gut dazustehen. Ich habe nur eine Möglichkeit, meine Schuld einzugestehen. Und das ist das, wo Petrus hinkam, dass er erkannt hat, Jesu Vollmacht und seine eigene Ohnmacht. Hast du diese Gnade von Jesus erfahren? Wenn du vor Jesus stehst, hast du erfahren, dass Jesus zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich vergebe dir. Hast du die Vergebung von Jesus in Anspruch genommen? Wir lesen in der Bibel, dass Jesus ein Gott ist, dass Jesus Gott ist voller Gnade und Wahrheit. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Da beschreibt uns Johannes in wunderbarer Weise das Gottesbild, was uns von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel immer wieder vor Augen gemalt wird. Jesus ist ein Gott, der voller Gnade und voller Wahrheit ist. Und genau das hat Petrus in dieser Situation erfahren. Jesus ist völlig heilig. Er ist Wahrheit. Und diese Wahrheit leuchtet in mein Leben hinein und ich kann mich vor ihm nicht irgendwie gerecht darstellen und mich irgendwie gut verkaufen. Ich muss nur eins tun, was ich tun kann, ist auf die Knie zu fallen und zu sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und das sollte Petrus erkennen. Ich bin sündig vor Gott. Ich habe nichts, was ich irgendwie vor Jesus bringen kann, das mich gerecht vor ihn spricht, das mich gut vor Jesus darstellt. Aber wenn du zu diesem Punkt kommst und sagst, Herr, ich kann nichts, bitte vergib mir. Du darfst wissen, Jesus begegnet dir mit den Worten, fürchte dich nicht. Denn dazu ist Jesus gekommen. Dazu ist er gekommen, um uns Menschen zu vergeben. Und wenn wir erkennen, dass wir sündig sind, dann dürfen wir wissen, wir dürfen Jesus in seiner rettenden Gnade begegnen. Erkenne Jesus in seiner rettenden Gnade. Was geschieht daraufhin? Wir sehen hier, dass Jesus Petrus in seiner Gnade begegnet und daraufhin sagt er zu ihm, von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus bleibt ein Fischer. Der Beruf bleibt derselbe, aber das Objekt ändert sich jetzt. Vorher hat er Fische zum Tod gefangen, zum Essen. Jetzt soll er Menschen zum ewigen Leben fangen. Das ist jetzt die neue Jobbeschreibung von Petrus. Und wisst ihr noch an Pfingsten, was da passierte? 3000 Menschen sind in sein Netz geschwommen. Er hat zu den Menschen gepredigt an Pfingsten und 3000 Menschen haben zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Bis jetzt war Petrus sein eigener Herr. Er hat gemacht, was er für richtig hält und er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, aber okay. Das war der erste Schritt, wo er lernt, ich möchte lernen, mal gucken, was Jesus mit seinem Auftrag bewirken möchte. Aber wo er erlebte, dass Gottes Wort Macht hat, da lernte er, ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern Jesus ist Herr in meinem Leben. Erkenne Jesus als Herrn in deinem Leben an. Als sie ans Land kamen, stand Petrus sicherlich vor einer großen Herausforderung. Was denkst du, was ist leichter?
Die Boote zu verlassen, wenn sie leer sind, oder die Boote zu verlassen, wenn sie voll sind? Also wenn es nach mir geht. Und wenn Jesus zu Beginn zu mir sagen würde, Petrus, komm, folge mir nach. Da würde ich denken, jawohl, also mit den Fischen, das klappt ja nicht wirklich. Deswegen, Petrus, folg mal Jesus nach, da hast du vielleicht bessere Chancen. Aber jetzt, wo die Boote voll sind und für Petrus sicherlich ein finanzielles Polster, er sitzt darauf, auf ihn warten würde, jetzt steht er in der Herausforderung, okay, für was entscheide ich mich jetzt? Entscheide ich mich jetzt für die Fische oder entscheide ich mich für Jesus? Wer ist Herr in meinem Leben? Worum drehe ich mich in meinem Leben? Möchte ich mich auf Christus fixieren oder auf das, was mir scheinbar Sicherheit im Leben gibt? Und so wurde Petrus herausgefordert von Jesus, alles zu verlassen. Und wir lesen hier, und sie brachten die Boote ans Land und sie verließen alles und folgten Jesus nach. Bist du bereit, Jesus zu folgen? Für mich persönlich bedeutete es, meinen Beruf als Elektroniker an den Nagel zu hängen und den Ruf Jesu zu folgen. Du darfst wissen, Jesus hat für dich einen anderen Ruf. Jesus ruft dich nämlich persönlich in die Nachfolge. Vielleicht hat dich Jesus sogar bewusst in einen neuen Arbeitsplatz gerufen, in einen neuen Arbeitsplatz gestellt, um dort Jesus nachzufolgen, um dort Jesus zu bezeugen. Petrus sollte das gefüllte Boot mit Fischen verlassen, das ihm Sicherheit bedeutete. Mit was wäre dein Boot gefüllt? Was gibt dir in deinem Leben Sicherheit und Halt? Vielleicht ist es Geld, Besitz, Freunde, Anerkennung, deine Position. All das, ja, brauchen wir in unserem Leben. Aber die Frage ist, hat das den ersten Stellenwert in meinem Leben? Ist es das, woran ich mich klammere? Und mit dem Verlassen fordert Jesus uns dazu heraus, ihn an die erste Stelle zu stellen. Das Verlassen beinhaltet das nicht, dass wir unseren ganzen Besitz jetzt aufgeben müssen, sondern das bedeutet, dass ich Jesus an die erste Stelle stelle und lerne, auf sein Wort zu hören, seinem Wort Priorität zu geben in meinem Leben. Und dann Jesus zu folgen und das zu tun, wozu er mich auffordert. Erkenne Jesus als Herrn in deinem Leben an. Ich möchte dir die Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Petrus sollte in dieser Begegnung mit Jesus grundlegende Dinge von Jesus erkennen. Erkenne Jesus in der Macht seines Wortes. Hat das Wort Gottes Priorität in deinem Leben? Die erste Priorität. Und wenn du merkst, dass Dinge im Widerspruch stehen zu deinem täglich, zu deinem Leben, zu deinen Handeln, bist du bereit, es zu ändern und zu sagen, weil Gottes Wort es sagt, deswegen halte ich mich daran. Erkenne Jesus in seiner vollkommenen Heiligkeit. Und das ist nicht eine einmalige Sache, sondern täglich. Immer wieder erkennen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche Vergebung der Schuld. Und das war nicht das letzte Mal, dass Petrus erkannt hat, dass er ein Sünder ist und Vergebung braucht. Aber in diesem Moment, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, dürfen wir die rettende Hand von Jesus ergreifen und er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Diese Gnade gilt heute noch. Das ist das Evangelium. Das Evangelium hat heute noch Macht, unsere Herzen zu ändern, unsere Herzen auf Christus auszurichten, unser Herz reinzumachen. Und dann darfst du wissen, Jesus ist Herr in deinem Leben. Wenn du dich auf ihn ausrichtest, dann lass Jesus Herr in deinem Leben sein. Sei bereit, die vollen Boote zu verlassen in deinem Leben. Stell Jesus an die erste Stelle und du wirst merken, wie Jesus dein Leben gebrauchen wird. Und es wird Ewigkeitswert haben. Ich wünsche an jedem Gottes Segen im Nachdenken über sein Wort. Ich möchte die Möglichkeit geben, eine Antwort darauf zu geben in einer Gebetszeit. Wir können aufstehen zum Gebet und ich möchte die Gebetszeit abschließen.